Oh, wie spannend, das große Lokalderby der TSG Ehingen gegen den TSV Almendingen geht jetzt gleich los. Und mittlerweile stehen schon die Besucher hier an der Bande und gucken den Spielern dabei zu, wie sie sich aufwärmen. Ich habe mir zwei derer geschnappt, die ansonsten hier stehen würden und zugucken. Nämlich einmal den Michael Schleicher von der TSG, hallo. Und den Marian Degen vom TSV. Die beiden werden heute meine Experten sein und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt frage ich euch beide mal, Emotionen beim Spiel. Ist man vorher aufgeregt vor so einem großen Derby? Ja, natürlich. Also es ist ja schon was Besonderes. Ich denke, das Highlight für beide Mannschaften in der Saison. Klar, es gibt auf beiden Seiten natürlich einige Spieler, die in der Vergangenheit das Trikot vom anderen Verein getragen haben. Und da ist natürlich eine große Rivalität da, weil es geht darum, zu zeigen, wer hier die Nummer 1 im Kreis Ehingen ist. Aber schlussendlich, denke ich, wird auch von beiden Seiten von den Trainern versucht, alles ein bisschen zu beruhigen, weil schlussendlich geht es ja wirklich auch nur um 3 Punkte. Naja gut, aber ihr seid jetzt hier die TSV, oder TSV ist jetzt hier die Heimmannschaft. Ihr müsst ja schon, also ihr steht in der Pflicht, jetzt heute zu gewinnen, oder? Ja, gegen Ehingen nicht unbedingt. Also Ehingen ist weiterhin Titelfavorit und wir müssen unsere Punkte eigentlich gegen andere Mannschaften holen, nicht unbedingt gegen Ehingen. Aber gut, es wäre natürlich klasse, wenn man da ein kleines Bein stellen könnte. Mhm. Das heißt, was ist euer ganz konkretes Ziel heute? Ja, verlieren auf keinen Fall. Also den Ehingern ist so schwer zu machen, das Leben, wie es irgendwie geht. Auf jeden Fall, genau. Ob das gelingen wird, das werden wir im Laufe des Spiels sehen. Und wir sehen euch beide nachher in der Halbzeit wieder. Dankeschön, bis nachher. Tschüss.